Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Bunker. Und wir wollen in dieser Folge noch mehr Fasern bauen, viele Fasern herstellen. Und noch vielleicht einen weiteren Korb irgendwo aufstellen. Mit Lebensmitteln drin. Ich habe noch keine Ameise gesehen zum Beispiel, die auf den Steinen rumgekrabbelt ist. So, und dann habe ich mir überlegt, wenn da drüben immer die Spinne ist und die versucht immer hier rüber zu krabbeln, dann bauen wir da mal so ein paar Fallen auf. Fallen. Wo sind sie? Ach hier, Fallen. Ja, und sowas würde ich doch ganz gerne dann jetzt auch mal mittlerweile aufbauen, um zu gucken, ob das irgendwas kann. Ganz schön groß. Ein bisschen weiter weg. Hier so hin. Erstmal müssen wir herausfinden, was das Ding überhaupt kann. Da bauen wir gleich zwei davon, natürlich. Natürlich, weil wir es sind und weil wir es können. So, und hiervon dachte ich, bauen wir ein paar hier vorne hin. Mal gucken, ob die Spinne da reinrennt dann. Oh, mal gucken, dass wir nicht da reinrennen. Schön gerade. Naja, es soll ja auch ein bisschen natürlich aussehen. Oh Mann, da werden wir aber lange dran bauen können. So, da soll doch die Spinne erstmal dran vorbeikommen. Kuh? Nein, eh. Okay, das reicht. Aha. Wieder ein Korb fertig. Prima. Mal schauen, was brauchen wir? Wir brauchen eine ganze Menge dafür. Die von den Spitzen brauchen wir sehr viel. Ah, dafür brauchen wir dieses Sap. Und wieder Fasern und Holzstämme. Jetzt echt. Oh, schade. Naja, Holz. Holz ist ja übertrieben. Hunger und Durst. War es so viele? Oh Mann. Na? Da ist nicht frisch. Da werden wir also eine Weile dran sitzen. Was brauchen wir hier für alles? Blütenblätter brauchen wir noch dafür. Ganz schön fleißig unsere Hups. Einen Korb, einen Lockkorb vielleicht. Naja, das lassen wir erstmal mit dem Lockkorb. Wir bauen erstmal diese Blütenfalle fertig. Mal gucken, was da passiert. Vier von diesen Blättern brauchten wir, oder? Doch, das schmeckt uns. Okay, ja, warum essen wir das dann nicht immer? Blütenblätter. Brauchen wir mal alle auf? Egal. Was soll der Geiz?
Oh, da fängt es aber auch sofort an zu duften. Und wir gucken mal, ob wir hier drüben wieder Blütenblätter finden. Wir waren ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr da. Auf jeden Fall sehe ich da schon mal wieder Nektar. Scheinbar schmeckt er uns dann doch. Ah, und Blätter sind auch da. Sehr schön. Das ist gerade runtergefallen hier. Ganz frisch noch. Irgendetwas sagt mir, wir müssen doch mal weiterkommen. Wir gehen zu zimperlich mit den ganzen Insekten um. So ein Rüsselkäfer, kann man doch mal draufhauen. Oder auf so eine Blattlaus. Ich vermute, diese kleinen Grünen sind Blattläuse oder so. Nee, das ist irgendwas anderes. Blattläuse sehen doch aus wie Blattläuse. Diese roten, die wir da hatten, das könnten Blattläuse sein, die uns angegriffen haben und das Kabel so angeknabbert haben. Stinkekäfer, Vorsicht. So viel wie unsere Hups hier rennt. Da müsste die aber schon fit sein, ohne Ende. Naja, aber dafür isst und trinkt sie ja nicht regelmäßig. Hierfür brauchen wir auch noch einen Stamm. Inventar ist voll, na gut.
Erstmal zurück in unseren Bunker. Oh, gut. Trinken. Das hat doch gut geklappt. 10 Stück haben wir von diesen Teilen hier. Ein bisschen auf die hohe Kante legen, von diesen Blättern auch wieder. Die werden davon angelockt. Ja, dann müssen wir irgendwas mit denen anfangen können. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass die irgendeinen Quatsch machen sollten, damit wir es einfacher haben, sie abzumurksen. Also, dass die irgendwas anknabbern sollten oder irgendwas verwüsten sollten oder... Naja, nicht ganz so schlimm, aber... Irgendwas sollten die machen, damit wir es übers Herz bringen, die kleinen niedlichen Dinger kaputt zu machen. Ja, eine ganze Menge Fasern werden wir brauchen. Okay, wir haben es gemacht. Ach, sag bloß, die Dinger sollen wir... Wir sollen gar keine Spinne töten. Wir sollen die kleinen Dinger da töten. 5 Stück davon. Oh. Echt jetzt? Ah ja, dann. Die Erkenntnis, liebe Welt da draußen. Die Erkenntnis, okay. Alles gut. Na, wenn eins erledigt wurde, dann kommen keine mehr, oder? Mal gucken, was uns das Ding überhaupt gebracht hat. Na, verrottetes Fleisch. Okay, wir haben zu lange geschlafen wahrscheinlich. Vielleicht können wir irgendwas damit anlocken. Wir basteln mal... nochmal so einen Korb. Und stellen den mal provokativ. Naja, wo stellen wir den jetzt hin? Hier hinten hin. Schön weit weg von den anderen Körben. Und hier ist doch eine schöne gerade Fläche.
Ich dachte, Fasern könnten wir wieder herstellen. Für den Korb? Ah, der Korb, da fehlt nur noch der Deckel, der hat schon seine Fasern. Hier fehlt nur noch so ein Baumstamm, naja, so ein, wie heißt das Ding hier? Wied, ein Unkrautstamm irgendwie. Ja, das wären unsere Fasern gewesen, ha? Huh? Unsere Seile. Nur noch ein Deckel drauf und dann werden wir durch damit. Und wir brauchen drei immer von diesen Pflanzen, diesen kleinen hier. Dann haben wir da drüben unseren Müll. Endlich, bald. Da können wir mal sehen, ob das Ameisen dann anlockt. Irgendwas hat die Ameisen ja angelockt. Aus irgendeinem Grund sind sie rangegangen und ich habe nicht gesehen, dass die was gefuttert hätten. Oder so, die haben das, glaube ich, nur rausgeholt und vielleicht in ihren Bau geschleppt oder so, aber das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ah, hier ist ja wieder gut was nachgewachsen. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns dann also um diese kleinen Tierchen kümmern. Und naja, auf die Jagd gehen. Ich weiß nicht, die kommen ja jetzt von selbst. Oh. Fasern können wir nicht herstellen, aber wir können den Korb fertig bauen. Oh nein, die Großen werden vermutlich auch noch angelockt. So, dann packen wir hier mal das verrottende Fleisch rein. Und können wir noch Fasern herstellen? Ja, können wir ein paar. Einige sogar. Gut, das war's scheinbar damit. Also hier hoffe ich dann, dass sie nicht dran gehen werden, die Ameisen. Und bis jetzt sind ja auch noch gar keine Ameisen gekommen. Also hier ist jetzt auch noch nichts dran gegangen. Diese Teile sind dann wohl auch nicht so interessant für Ameisen. So, mal sehen. Ich glaube, wir können alles mitnehmen. Oh, da kommt schon die dicke Spinne wieder. Vorsicht, Spinne! Ja, ein paar will ich mal drin lassen. Ach, die finden wir ja auch immer wieder. Wir nehmen jetzt mal alles mit. Also das hat die Ameisen jetzt nicht interessiert. Das hier hat die Ameisen auch nicht interessiert. Wie sieht es damit aus, wenn wir hier den Nektar reinpacken? Das müsste die Ameisen dann ja eigentlich schon interessieren. Wenn ich so an Ameisen denke, dann denke ich dran, dass sie Nektar mögen könnten. Wir aber auch. Oh nein, nicht wegwerfen. Die
lässt uns ja wohl hoffentlich in Ruhe, die Spinne. So, was habe ich gesagt? Hier kommen Sachen auch wieder rein, die uninteressant sind für Ameisen. Daneben ist zwar gleich der Nektarkorb, aber wir werden es ja sehen, was passiert. Vielleicht kommen sie auch gar nicht. In der letzten Gegend, in der sie uns geplündert haben, da waren ja sowieso viele Ameisen immer. Hier haben wir ja eher selten mal welche gesehen. Und in der nächsten Folge sollten wir also zusehen, dass wir zum Beispiel sowas hier machen. So leid es uns tut, dann. Die armen Dinger. Und vielleicht können wir noch ein paar von diesen Pusteblumen-Stängeln holen. Aus denen wir ja schön was basteln können auch. Damit bedanke ich mich also dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.